Der Gründung der NATO, 4. April 1949, tun sich Gräben auf unserem Kontinent auf, die wir lange nicht mehr für möglich gehalten haben. Das US-Militär rüstet auf statt ab. 800 zusätzliche Panzer in die Oberpfalz und 25 Kampfhubschrauber mehr hier nach Mittelfranken. In diesen Tagen manifestiert sich der Rückfall in blinde militärische Drohgebärden der zwei Staaten mit dem größten Vernichtungspotenzial. Deutschlands Rolle, so der Gedanke der politischen Köpfe der Wiedervereinigung Willy Brandt und Helmut Kohl, sollte die des Mittlers für Frieden zwischen den ehemaligen Blöcken sein. Und Helmut Kohl darf man jetzt nicht mal parteipolitisch bewerten, sondern eher historisch. Er hat ja gestern seinen 85. Geburtstag. Zu seinen Zeiten hat Deutschland Millionen dafür gezahlt, dass die russische Armee, aber auch andere Armeen abzieht aus Deutschland. Unter der Regierung Schwarz-Rot, unter Angela Merkel, zahlen wir jedes Jahr über 100 Millionen Euro für die Stationierung der US-Armee hier vor unserer Haustür. Und während der eine Block schon lange nicht mehr existiert, dehnt sich der andere immer weiter aus. Inzwischen stehen US-Truppen vom Finnland bis zum Schwarzen Meer. Fakt ist aber, die US-Außen- und Kriegspolitik ist auf ganzer Linie gescheitert, ob in Afghanistan, im Irak oder in Libyen. Und der Islamische Staat ist das kranke Konstrukt der Bellizisten im Pentagon. Daher ist die waffenstarrende US-Militärpräsenz in Mittel- und Osteuropa nicht nur gegen Russland gerichtet, sondern auch gegen die Interessen eines in Frieden geeinten Europas. Und da kann die US-Armee da vorne nicht die TTIP-Flagge mit US- und Europafahne zusammen aufhängen. Da kann man auch sagen, nein zu TTIP. Man weiß das aber im Bundeskanzleramt, dennoch verfällt man dort immer wieder auf neue in das alte Muster des Duckmäusertums gegenüber den USA. Der NSA-Skandal lässt grüßen. Statt klare Kante zu zeigen, geriert sich der BND als gelehriger Schüler der US-Geheimdienste und Ursula von der Leyen lässt jetzt auch deutsche Killerdrohnen bauen. Liebe Freundinnen und Freunde, was wir vor Ort vor der Aufrüstung zu erwarten haben, ist klar. Noch mehr Fluglärm und noch mehr Abgase. Noch mehr Belastung für Mensch und Umwelt und noch mehr Steuergeldverschwendung. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. Wir stehen heute hier auf verseuchtem Gebiet. Seit Januar wissen wir, dass die Kontaminierung mit hochgiftigen PFC nicht vor den Stacheldrahtzäunen Halt gemacht hat. Die US-Armee hat mit diesem krebserregenden und die Fruchtbarkeit einschränkenden Gift unsere Bachquellen, unsere Hühnereier und unsere Fische vergiftet. Das haben wir jetzt schwarz auf weiß. Die Sanierung der betroffenen Gewässer und Böden im Ansbacher Nordosten wird Dutzende Millionen Euro verschlingen. Wer soll den Großteil der Kosten beraten? Können wir jetzt raten, natürlich, es sind wieder wir. Nicht erst seit dieser aktuellen Negativentwicklung wissen wir, 80 Jahre Militärbasis Karabach sind genug. Dass Ansbach durch den Abzug vielfältige Chancen entstehen, davon sind immer mehr Menschen überzeugt. Das hat die Nachricht von der Schließung der Batenkaserne im Januar gezeigt. Es gab keinen Aufschrei der Betroffenheit, sondern Vorfreude auf positive Stadtentwicklung, auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und attraktiver Gewerbeflächen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Betrieb der Militärbasen Ansbach und Illesheim ist unvereinbar mit dem Erhalt unserer Gesundheit und Lebensqualität. Die neuerliche Aufrüstung lässt den Zielkonflikt zwischen Militärinteressen und Bürgerwohl immer deutlicher zutage treten. Wir stehen für den Abzug der US-Armee aus Westmittelfranken, weil wir der Überzeugung sind, dass zivile Umnutzung nicht nur ein großer Schritt für Zukunftschancen in unserer Region ist, sondern auch ein kleiner Schritt für Frieden und gegen den neuen Kalten Krieg in Europa. Vielen Dank. In Deutschland und Chris Capps ist auch desertiert aus der US-Armee. Er wurde dann unehrenhaft entlassen und war schon bei Aktionstagen hier in Ansbach im Jahr 2007 teilgenommen. Wir freuen uns, dass er uns auch in diesem Jahr unterstützt. Können Sie das bitte ein bisschen hochdrehen? Ich will, dass die Amis das ein bisschen hören, ja? Eigentlich... Lautstärke, ja. Ich habe meine Rede hauptsächlich auf Englisch geschrieben, weil ich will, dass die Amis diesen TS-Station hier das hört, ja? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Viele von euch hier kennen mich vielleicht schon. Ich bin nicht wirklich ein neues Gesicht hier beim Ansbacher Ostermarsch oder verschiedenen anderen Veranstaltungen hier in Ansbach. Wie früher habe ich meine Rede in Englisch geschrieben und will meine Worte
an die hier in der Gegend stationierte Amerikaner richten. Es geht mir im Grunde darum. Hey everybody that can hear me? Yeah! My name is Chris Cap Schubert. I'm an Iraq vet like many of you are. And I want to talk to you about what's going on with those of you in uniform here right now. Operation Atlantic Resolve is in full swing. A new Cold War is kicking off against Russia, with the Ukraine being the flashpoint right now. To those officers who worship Karl von Clausewitz and want to spin tales of a necessary and just war over the morally ambiguous and strategically nebulous points of these exercises, they are in end effect designed to bolster a government completely corrupt and an autocratic government that is as corrupt and autocratic as its predecessor. You are wrong in saying that this is a just war. In case the irony is not lost on you, yeah, bases here in Germany that were established after winning a war against Nazis are being used to support neo-Nazis ruling Western Ukraine in the Svoboda Party, yeah? Who see themselves as a modern incarnation of the Waffen-SS. Yeah, it's part of a larger strategic chess game between the US and Russia, but the power jockeying between the US and Russia still does not fit any sort of criteria for a just and necessary war. What do I expect? I mean, you are soldiers. You don't choose the war in which you fight. Politicians in Washington bought off by lobbyists just get to decide that kind of thing. The military is nothing but the instrument of democratically elected government, right? Forget the Princeton paper demonstrating that the US falls more under the category of an oligarchy than a democracy or a republic. Look at the military as itself as an instrument. An instrument where most of you join to get a career. A shot at college, a steady job, health insurance, etc. An instrument in which such a large proportion of female enlistees are sexually assaulted that a new term for it has been coined, military sexual trauma. Just recently, an NCO who was supposed to be a sexual assault victim's advocate was found to be a pimp in a prostitution ring at Fort Hood, pimping young female enlistees to the holier-than-thou top brass. An instrument in which even the Army War College is acknowledging that toxic chains of commands, basically chains of command that are corrupt and rotten to the core, are helping driving a suicide epidemic within the military. An instrument in which most people are looking to get lucrative jobs with corrupt lobbying defense contractors like KBR or Triple Canopy after getting out. In this kind of environment, I'm asking you all to take a step back and reflect upon what you are doing and what you are taking part in. If this is the military, how the military treats you, look how it ignores the concerns of local inhabitants such as the people here in Ansbach, and how it treats people in foreign lands as an occupying power. Do you think an instrument like this is capable of conducting a just war? Did it in Iraq with hundreds of thousands of civilian casualties and scandals such as Abu Ghraib? Is it currently in Afghanistan? Will it in the Ukraine, fighting on behalf of a neo-Nazi government? Does it project an image of justice killing 28 civilians for every targeted militant with drone strikes? This is something that you have the power to speak out against, to use your First Amendment rights and the rights granted to you under DOD Directive 1325.6. If you don't know your rights and what you can do or cannot do, or simply don't want to be a part of this, you can contact the GI Rights Hotline to get assistance. And it's not just intrinsically bad people that perpetrate evil. It's also people looking just to get up a leg up in life. It's the people who step to the side and play along hoping for something better. And it's human decency with intestinal fortitude that can make it stop. If you think about the ideals such as selfless service, personal courage, all these other supposed army values, it's not about the army's hula bullshit or propaganda. It's about doing the right thing regardless of the consequences. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Chris. Der Fluglärm ist ja auch ein Grund, warum wieder viele Menschen heute auf die Straße gehen für den Schutz von Gesundheit und Umwelt. Der Fluglärm betrifft ja nicht nur die Stadt Ansbach, sondern durch die Verschiebung der Flugrouten auch zunehmend den Landkreis Ansbach. Die Südroute verläuft im Bereich Burgoberbach-Sommersdorf. Dort begrüße ich den Sommersdorfer Pfarrer Hans Löhr, der bereits im vergangenen Jahr
über Überflüge, über bei Beerdigungen, von Tiefflügen über Beerdigungen berichtet hat. Wir sind gespannt, wie die Situation derzeit aussieht. Ich würde ans Mikrofon bitten, Herrn Pfarrer Löhr. Vielen Dank für die Begrüßung. Liebe Friedensfreunde, in der Tat sind wir im Süden von Ansbach stark betroffen durch den Fluglärm. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich jetzt hier stehe. Es geht generell darum, dass ich den Einsatz von militärischer Gewalt als Christ nicht akzeptieren kann. Und aus diesem Grund zieht sich das wie ein roter Faden durch meine Biografie, dass ich mich schon immer dagegen ausgesprochen habe und bin froh, heute auch beim Ostermarsch dazu etwas sagen zu können. Ich werde meine Rede ebenso wie mein Vorredner an die amerikanischen Soldaten richten, allerdings auf Deutsch, möchte aber vorausschicken, dass keine staatliche oder militärische Einrichtung in anderen Teilen der Welt oder auch bei uns in Zusammenhang mit den Einrichtungen des Nationalsozialismus gebracht werden sollte. Liebe Freunde aus den Vereinigten Staaten, ihr seid uns in Deutschland willkommen, als Zivilisten, als Studenten, als Geschäftsleute, als Touristen. Ihr seid uns willkommen als unsere Gäste, die sich auch wie Gäste benehmen. Rücksichtsvoll, bescheiden, aufgeschlossen für unsere Lebensart. Ihr seid uns willkommen, so wie auch wir euch willkommen sind, wenn wir euer schönes Land besuchen. Ihr seid uns aber nicht willkommen als Soldaten, wie auch wir euch als deutsche Soldaten in eurem Land nicht willkommen wären, wenn wir uns da so benehmen würden wie ihr hier. Stellt euch vor, deutsche Soldaten würden euch daheim mit Kampfmaschinen über eure Häuser fliegen, bei Tag und in der Nacht, und euch und eure Kinder und Babys und die Kranken und Alten mit Lärm terrorisieren. Stellt euch vor, deutsche Soldaten würden euch in eurer Heimat zu Übungszwecken ins Visier nehmen und so virtuell Krieg gegen euch führen. Stellt euch vor, deutsche Soldaten würden, wie ihr es tut, mit Hubschraubern über eure Friedhöfe fliegen und die Trauerfeiern stören, während ihr eure Toten bestattet. Stellt euch vor, deutsche Soldaten würden ohne jegliche Legitimation von Militärbasen in eurem Land aus Krieg führen gegen andere Völker, wie ihr es getan habt in Vietnam und im Irak. Stellt euch vor, deutsche Soldaten führten wie ihr aus eurem Land heraus einen Drohnenkrieg, bei dem zahllose Frauen und Kinder und auch Unschuldige ums Leben kommen. Stellt euch vor, deutsche Soldaten hätten in eurem Land Kasernen, Übungsplätze, militärische Einrichtungen, Einrichtungen von Geheimdiensten und ihr hättet keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu kontrollieren. Stellt euch vor, eure deutsche Soldaten oder Geheimdienste würden eure Regierung und euch ebenso ausspionieren, wie das die amerikanischen Geheimdienste in Deutschland tun. Stellt euch weiter vor, deutsche Geheimdienste und Regierungen würden euch so belügen, wie es eure getan haben und nach wie vor tun. Stellt euch vor, deutsche Geheimdienste und Militärs würden Verdächtige so foltern, wie es eure tun in Abu Ghraib, in den Geheimgefängnissen Osteuropas und in Guantanamo. Stellt euch das alles vor. Und wenn ihr euch das wirklich vorstellen könnt, so denkt nach, ob nicht dann auch ihr in eurer Heimat vor deutschen Kasernen stehen würdet, wie wir jetzt vor eurer Kaserne stehen. Ob dann nicht auch ihr den Abzug deutscher Truppen aus eurem Land fordern würdet, wie wir das jetzt von euch fordern. Wir sagen, von deutschen Booten soll nie wieder Krieg ausgehen, auch nicht die Kriege amerikanischer Streitkräfte. Wir sagen, auf Gewalt ruht kein Segen, auch nicht auf der Gewalt amerikanischer Streitkräfte.
Wir sagen, Waffengewalt schafft weder Frieden noch Gerechtigkeit. Auch nicht die Waffengewalt amerikanischer Streitkräfte. Und wir sagen, liebe Freunde aus den Vereinigten Staaten, als Zivilisten seid ihr uns willkommen, als Soldaten nicht. Als Soldaten sollt ihr gehen, als Freunde könnt ihr bleiben. Wir wollen kein amerikanisches Kriegsgerät mehr in unserem Land, keine Aktivitäten eurer Armee und eurer Geheimdienste, keine Vorbereitungen mitten unter uns zum Töten anderer Menschen in anderen Ländern. Und deshalb schließe ich mit der Aufforderung, geht wieder heim, solange ihr als Soldaten hier seid. Wir trauen euch nicht und wir wollen euch nicht. Doch als Gäste und Freunde mit friedlichen Absichten seid ihr uns willkommen. Ja, vielen Dank, Pfarrer Löhr, für diese klaren Worte an die US-Soldatinnen und US-Soldaten. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit. Es waren wieder knapp 100 Leute bei uns auf dem Warm-up hier in Katterbach. Weiter geht's um 15 Uhr am Martin-Luther-Platz. Am Martin-Luther-Platz mit dem anschließenden Ostermarsch um die Innenstadt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank nochmal und bis nachher.